Willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mit dem Thema Defibrillation mit Hilfe des Corpuls 1 beschäftigen. Unter Defibrillation verstehen wir eine unsynchronisierte Schockabgabe bei einer malignen Herzrhythmusstörung, zum Beispiel dem Kammerflimmern oder der pulslosen ventrikulären Tachykardie. Für die Schockabgabe können wir den Corpuls 1 entweder im AED-Modus nutzen, allerdings erst ab einem Alter von 12 Monaten, oder im manuellen Modus. Zusätzlich benötigen wir auch noch weiteres Equipment, wie zum Beispiel Klebeelektroden in Form von den Corpatch Easy Elektroden, Schockpedals, gegebenenfalls mit dem Baby-Elektrodenaufsatz dazu, oder Schocklöffel. In unserem Fall startete der Corpuls 1 im Monitormodus. Bevor wir mit der Therapie beginnen, müssen wir den Patienten vorbereiten. Dazu zählt, dass der Oberkörper komplett entkleidet, enthaart und trocken ist. Im Anschluss, Verena, kannst du bitte die Elektroden positionieren. Ja. Die erste Elektrode unterhalb des Schlüsselbeins an der rechten Brust. Bei der zweiten Elektrode achten wir darauf, dass sie deutlich seitlich unterhalb der Achsel positioniert ist. Wir achten darauf, dass keine Lufteinschlüsse vorhanden sind. Nachdem der Patient nun vorbereitet ist, können wir uns den AED-Modus durch Drücken der Taste DEFI aufrufen. Analyse starten. Wir erhalten die Aufforderung, jetzt die Analyse-Taste zu drücken. Danach analysiert das Gerät den Herzrhythmus. Und bei einer positiven Schockempfehlung werden wir aufgefordert, mit der Pre-Shock-CPR zu beginnen, wenn diese vom Betreiber im Vorfeld konfiguriert ist. Gleichzeitig beginnt das Gerät mit dem Ladevorgang. Nach Abschluss der Pre-Shock-CPR und des Ladevorgangs werden wir aufgefordert, den Schock abzugeben. Dies machen wir durch Drücken und Halten der Schocktaste. Patienten nicht berühren. Wichtig hier, um Artefakte zu vermeiden, den Patienten nicht berühren. Schock abgeben. Schock abgegeben. Nach Abgabe des Schocks mit der Herzdruckmassage fortfahren. Wenn der Corpuls 1 bei der Analyse keinen defibrillierbaren Rhythmus erkennt, kann im Anschluss umgehend mit der Herzdruckmassage wieder gestartet werden. Wir wollen euch nun noch einmal die Defibrillation im manuellen Modus mit dem Corpuls 1 zeigen. Um den manuellen Modus aufzurufen, kann der Betreiber verschiedene Sachen konfigurieren. Wie das bei eurem Gerät vor Ort funktioniert, erfahrt ihr daher in der Einweisung. Gegebenenfalls kann es auch notwendig sein, dass ihr einen Zugangscode eingebt. Bei unserem Gerät hier rufen wir den manuellen Modus auf, indem wir zweimal die Taste DEFI drücken und den Wechsel in den manuellen Modus mit OK bestätigen. Analyse starten. Die Vorbereitung des Patienten sowie das Anbringen der Therapieelektroden funktioniert genau wie im AED-Modus. Im manuellen Modus müssen wir jetzt jedoch selber entscheiden, ob der Herzrhythmus, der vorliegt, eine Defibrillation erfordert oder nicht. Bei einem geübten Anwender kann sich hieraus jetzt ein Zeitvorteil ergeben. Entscheiden wir uns für eine Defibrillation, müssen wir auch selber wählen, mit wie viel Energie wir diese Defibrillation durchführen wollen. Um die voreingestellte Energie zu verändern, betätigen wir den Softkey Energie. Nun können wir sie entweder ändern, indem wir die beiden Pfeiltasten betätigen und das Ganze dann mit OK bestätigen, oder indem wir den Softkey Energie erneut drücken und uns hier eine der bereits voreingestellten Stufen auswählen. Um die Energie nun auch bereitzustellen, betätigen wir den Softkey Laden. Um den Schock dann im Anschluss abzugeben, müssen wir die Schocktaste drücken und halten. Ist ein Schock bereit zur Abgabe, wird jedoch nicht innerhalb von 30 Sekunden abgegeben, so entlädt das Gerät ihn selber intern. Im manuellen Modus habt ihr auch zusätzlich die Option, über den Softkey Abbrechen die Schockabgabe abzubrechen. Über den Softkey Sync könnt ihr auch die Synchronisationsform verändern. Für die Defibrillation sind hierbei nur Autosync oder Async relevant. Die Besonderheit bei Autosync ist, dass der Corpuls 1 noch eine Sekunde lang versucht, einen synchronisierten Schock abzugeben. Findet er jedoch keinen QRS-Komplex, gibt er automatisch einen unsynchronisierten Schock ab. Daher ist diese Form nur für die Defibrillation zugelassen. Über den Softkey Metronom habt ihr außerdem die Möglichkeit, das Metronom auszuschalten oder eine der verschiedenen Metronomformen auszuwählen. Über den Softkey Monitor könnt ihr zurück in den Monitormodus wechseln. Die Anzeige bei der Sanduhr hier oben verrät euch, wie lange ihr euch schon im Therapiemodus befindet. Darunter seht ihr die Anzahl der abgegebenen Schocks,
sowie die vergangene Zeit seit dem letzten abgegebenen Schock. Eine Grundvoraussetzung, dass überhaupt ein Schock abgegeben werden kann, ist, dass die Impedanz weder zu hoch noch zu niedrig ist. Mögliche Ursachen für eine niedrige Impedanz können einmal ein zu feuchter bzw. nasser Thorax sein. Diesen dann abtrocknen. Eine weitere Ursache können zu eng aneinander geklebte Therapieelektroden sein. Dann die Position korrigieren bzw. weiter auseinanderkleben. Sollte die Impedanz danach immer noch zu niedrig sein, dann neue Therapieelektroden verwenden. Im Gegensatz dazu führt eine starke Brustbehaarung, ein stark verschmutzter Thorax, falsch geklebte Elektroden oder Lufteinschlüsse unter den Elektroden zu einer erhöhten Impedanz. Abhilfe schafft hier eine Reinigung des Thorax, eine Rasur und ein Neukleben der Therapieelektroden. In der Mitte des roten Therapiefelds könnt ihr erkennen, ob die Impedanz zu niedrig, zu hoch oder in Ordnung ist. Ben, ich würde sagen, wir fassen die wichtigsten Punkte noch mal kurz zusammen, oder? Ja, super. An allererster Stelle steht immer eine möglichst unterbrechungsfreie Reanimation nach den aktuellen Leitlinien oder lokalen Vorgaben. Den Korpuls 1 können wir hierbei zur Hilfe nehmen, entweder im AED-Modus oder im manuellen Modus. Der AED-Modus ist dabei allerdings erst ab 12 Monaten zugelassen. Und im manuellen Modus müssen wir darauf achten, dass wir auch die richtige Synchronisationsform wählen. In beiden Varianten ist es wichtig, dass die Therapieelektroden optimal positioniert werden. Wie ihr eine Reanimation noch optimaler gestalten könnt, zum Beispiel unter Zuhilfenahme des Prime CPR Feedback Sensors, findet ihr schon in einem separaten Video. Ansonsten Fragen, Wünsche, Anregungen runter in die Kommentare. Drückt gerne abonnieren oder die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und dann Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao.